können wir von ihm noch ein bisschen hoch tun. Okay, ist nichts passiert. Hauptmann, ich habe erlitten Satt, errätte von nichts anderem als Rittlichkeit und Waffentaten. Naja, das habe ich ja schon gehört. Ah ja, wir müssen unbedingt uns kurz noch kurz speichern. Vergier anschließen. So. Dann ist wahrscheinlich auch bald der König da, dann können wir uns anschließen. So. Ja, es wird halt heftig geplündert. Das nervt ein wenig. Ja, uns im Reich lassen wir das nicht mehr zu. Wir können hier nichts holen. Keine Truppen. Jetzt müssen wir kurz wo der Marschall wieder ist, fragen. Balzac und Unidad. Balzac und Unidad. Wo ist denn das? Balzac. Sag doch, dass du hier irgendwo bist. Wünsche euch zu viel, das wird König werden zu einem Galage in Rayadin, okay. Handelsabkommen zwischen Rodok und Nordkönigreich. Waffenstillstand beendet. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, wo der war. Wir gehen jetzt einfach nach Rayadin. Dazu gehen wir hier oben durch. Truppen brauchen wir nicht. Wir könnten hier noch das Banditenlager plündern. Schaffen wir das? Ein bisschen blöd aus. Ist das überhaupt einer? Der ist so still. Ah, das ist ein Stein. Ja, Treffen ist Kunst. Der Pfeil kann nicht mal so schnell so weit fliegen, also bitte. Was ist denn los? Komm, du Scheißteil. Wir gehen auch in den Nahkampf, wir greifen den da an. Aua! Hey, was bist du von mir? Hm? Kommt schon. Ha, das schaffen wir. So.
Der haltet nur einen aus. So, jetzt haben wir noch einen da. Aua. Null Schaden. Ich werfe mich einfach in den Stein rein. Okay. Oh, du Arme. Hast du Piercings bekommen? Okay. Ah, das ist wieder. Ah, das ist eben so schön, wenn man Banditenlage plündert. So, ist das schön. So. Ja, also gehen wir nach Reyatin. Das ist da drüben. Wir müssen hier einen Umweg machen. Hier ist überall Wasser. Ah, jetzt könnten wir die das Turnier machen. So. Und ja, eben dann dem Königreich anschließen. Ein Dörfchen holen, also holen. Einfach ein Dörfchen ein bisschen bekannt, beliebt machen und dann bekommen wir das Dörfchen vielleicht bald und wir können dann, ja, wir können dann mehr bekommen wahrscheinlich. Und der König ist hier. Okay, ist nicht so gut. Ja, wenigstens ist hier Frieden. Okay. Ihr habt also die Klingen mit dem Halunken gekreuzt, den sie Al-Heda nennen, und seid als Sieger daraus hervorgegangen. Ich bin sehr froh, das zu hören. Aber bei dem habe ich so viel schon. Okay. Ich möchte einen Treueschwur auf euch leisten und für eure Ehre kämpfen. Drag Basler, ihr seid als tapferer Ritter und gut Anführer bekannt. Mit Freunden werde ich eure Achsendienste aufnehmen und euch in den Rang eines Vasall erheben, wenn ihr mir die Treue schwört. Ich bin bereit, mein Fürst. Gut, dann wiederholt meine Worte. Ich schwöre euch als rechtmäßigen Herrscher von Königreich, Vergir die Treue. Ich werde euer loyaler und ergebener Soldat sein, solange ich auf dieser Erde weile. Und ich werde an eurer Seite gegen eure Feinde zu Felde ziehen, solltet ihr mein Schwert benötigen. Letztlich werde ich euch euren rechtmäßigen Thronanspruch und den euren legitimen Erben aufrechterhalten. Nun gut, ihr habt mir euren feierlichen Schwur geleistet, Drago Basler, möget ihr ihm stets mit angemessener Tapferkeit und Ergebenheit ansprechen. Lasst alles wissen, dass wir von diesem Tag ein auf mich eingeschworener Mann und Vasallen seid. Ich gewähre euch meinen Schutz und gebe euch das Recht, in meinem Namen zu kämpfen. Ich bürgere dafür, dass ich euch ohne das rechtmäßige Urteil des Hocharztes oder ohne Verletzung des Verlogenheiten des Landes nicht das Leben der Freiheit oder in Besitztümer berauben werde. Für dahin gebe ich euch das Leben Tismir mit allen Pracht und Einkünften. Ihr habt weiß gehandelt, Drag Basler, dient mir gut und glaubt mir, ihr werdet hoch hinauskommen. Ich danke euch, mein Fürst. Drag Basler vom Spielfraktion hat dies mir in Besitz genommen. Ich gehege große Hoffnungen in euch, Drag Basler. Ich weiß, dass ihr euch das Vertrauens, das ich euch gelegt habe, als würdig erweisen werde. Okay. Dies mir. Ah cool, das ist dort oben.
So, wir gehen nach Rayadin. Wir müssen ja das Turnier machen. Und dann werden wir Tismir ein bisschen beschützen. So, schauen wir mal. Ah, es ist noch kein Galage. Franken. Marschall. Rivachek. Ja. Schenke. Einen Reißenden. Einen Skalde. Und er hat nichts. Hier ist noch Butter. Ja. Sonst brauchen wir nichts. So, ja, wenn es kein Gelage gibt, was gibt es denn dann? Dann gehen wir mal nach Kuraf. Schade. Also ich hätte jetzt gerne ein Turnier bei einem Turnier mitgemacht. Da können wir sehr gut Sympathie und sehr viel Geld verdienen. Ich setze immer 100 auf mich, also das Maximum. Und dann habe ich meistens so 3000, 4000 Einkünfte. Wenn ich das Turnier gewinne. So, schauen wir mal hier nach einem. Ich hörte, ihr habt unseren Fürstkönig jährlich die Treue geschworen, das ist gut. Je mehr fähige Kämpfer wir in diesen schwierigen Zeiten bei uns haben, desto besser. Ich werde euren Fortschritt im Auge halten. Er ist immer noch bei Rivachek.